Herzlich willkommen zum Let's Play Together Minecraft. Nee, Spaß. Let's Play Watch Dogs. Verdammt. Das ist Aiden Pierce. Okay, bin in der Lobby von Mello. Und ich bin Philipp Schneider. Ich häng mich rein. Und wir sind in Chicago. Das ist eine Security-Kamera. Das ist Maria Johnson. Und das ist das Ziel. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu. Ein Smartphone. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Ein Laptop von Matty Oliver. Sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, Linie. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Die scannen das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für ein ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Baby, es ist vorbei. Scheiter. Aus. Schönes Handy. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Da ich das mir jetzt zum vierten Mal schon angucke, kann ich jetzt so genau erzählen, um was es geht. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft Montreal Produktion. Und zwar 11 Monate später gibt es ein Modul initialisiert. Und das alles nur hier bei Watch Dogs. Hier im Footballstadion. Baseball wird es ja auch sein. In Chicago. Ich weiß es nicht. Er ist der Onkel von Lena. Es ist nicht sein eigenes Kind. Ich wusste nichts von einem Kind, das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann, auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht wissen. Bitte! So was kann man wirklich nicht vergessen. Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht.
Ich erschieße ihn jetzt zum vierten Mal. Ganz kurz zur Erklärung. Ich habe heute einmal anprobiert, das Spiel zu spielen. Ich habe einmal angefangen mit Aufnehmen. Da ist es einfach mal zwischendrin ausgegangen. Ich habe das dritte Mal aufgenommen. Da ist mein ganzer Rechner zerstört. Hat sich richtig aufgehängt. Und jetzt ist der vierte Anlauf. Und jetzt drücke ich ab und erschieße Maurice. Es geht nicht. Tut mir leid, ich bin jetzt halt ein bisschen gespoilert. Ich habe jetzt schon eine halbe Stunde, weiß ich jetzt, wie es funktioniert. Und jetzt drück mal F und hau den voll innen drauf. Aber ich werde es trotzdem so spielen, dass es euch Spaß macht, mir zuzuschauen. Oder dem Spiel zuzuschauen, während ich euch erkläre, wie es funktioniert. Es ist Punkt 0 Uhr. Ob die Uhr jetzt richtig geht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So, wir hacken jetzt erstmal hier das Telefon mit Q. Ich kann nicht mehr weglaufen. Es geht nicht. Dieser Schatz Aiden Pierce. Ich habe seine Nichte getötet und er wird nicht aufgeben. Wer ist dieser Typ? Was soll ich nur tun? Er macht immer weiter. Ich muss echt weiter. Wie gesagt, das war also die Nichte. Das habe ich am Anfang gar nicht mitbekommen, wo ich war. Das ist das. Okay, wir sammeln hier mal ein bisschen was ein, und zwar Medizin. Das ist gut. Dann hier Chemikalien. Dann tun wir hier hacken. Haben wir einen Systemschlüssel für einmal Hacks. Was ich mir damit machen kann, weiß ich noch nicht. Dann tun wir hier öffnen, da gibt es ein bisschen Geld. Mit E macht man das alles. Und das war's hier schon. Jetzt gehen wir da mal raus. Exit. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Motherfucker! Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shorty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Nix hat er erzählt. Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Gute Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Ich bin's schon. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, Jordi, das ist ein Witz. Nein, die hab ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Ja. Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! Okay, mit C kann man sich verstecken. Das funktioniert folgendermaßen. Einfach über C klicken, hier auf eine Ecke, da auf die nächste Ecke. Ich drücke C und dann läuft er automatisch dahin. Jetzt sehe ich, das sind schon zwei. Jetzt habe ich die Möglichkeit, gehe ich jetzt hier rüber, da könnten die mich vielleicht aber sehen. Oder, was man vorher schon gesehen hat, mit V kommt man da raus, dass man hier auch durch kann. Dann gehen wir mal hier in Deckung. Genau, und jetzt tun wir das mal hacken. Oder die Bullen ja sehr aufmerksam sind, wollen die sich das natürlich angucken. So. Was auch immer das ist, weiß ich nicht so recht. Da hätten sie mich fast gesehen. Roger, the pole now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7 record last season.
Okay, über den Zaun mit Leertaste. Kann natürlich alles umstellen, aber das ist halt die beste Möglichkeit, ne? So, und jetzt gibt es den sogenannten Profiler. Jetzt kann ich das ein bisschen erklären, das konnte ich beim ersten aufnehmen nicht. Der ist dafür zuständig, dass man alle elektrischen oder ich sag mal irgendwelche Dinge sehen kann, die man jetzt hacken kann oder die halt elektronisch sind, irgendwie so ähnlich. So, habe ich jetzt, oder Ziel ist es nämlich jetzt, diese Leitung zu verfolgen. Und das machen wir jetzt, indem wir die Kamera als erstes hacken, alles mit Q. Und jetzt mal die Linie verfolgen. Wir sehen, da drüben ist die nächste Kamera. Zack. Da geht die Linie lang. Da hoch. Nehmen wir die. Da hinten weiter. Und irgendwie rüber. Also nehmen wir die nächste Kamera. Jetzt können wir erstmal gucken, was das für ein Typ ist hier. Das ist nämlich der Martin Dahmen, ausgezeichneter Schütze. Beruf Sergeant bei der Polizei. Gut, das ist ein guter Schütze. Und das ist ein Sportschütze. Hat sein Kind für Vorschule angemeldet. Oh, okay. So, jetzt haben wir das Ding gehackt. Jetzt können wir durchlaufen. Einfach so. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. So, elektronische Teile liegen auf dem Tisch, die schnappen wir uns jetzt schnell. Zack. Und jetzt kann man daraus nämlich was basteln, indem man Inventar öffnet. Das geht mit Umschalttaste in dem Fall. Dann fährt man mit der Maus in die Richtung. Ich habe das erst mit Maus versucht, das ging nicht. Oder mein Maus generell nicht. Und drückt E. Zack, damit habe ich einen Köder gebaut. Den kann ich jetzt werfen mit G. So. Zack, weg damit. Und den natürlich hacken. Und damit geht ein Radio an. So, und jetzt schnell hier hoch. Und hier hin. Hey Sie, Sir. Das ja, kommen Sie scheiße, her. Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Vermutlich nicht. Wir wollen nur reden. Hey Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, so, wer ist denn das jetzt zum Beispiel? Experte für den Zweiten Weltkrieg. Da hat gerade ein Handy in der Hand. Den hacken wir schnell. Zack, Kundewert haben wir schon mal. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? So, Interpie wegen... Alles klar. Wer bist du? Abgelaufene Vorerlaubnis. Das ist schön, die hatten immer was anderes. Vor uns hatte einer zum Beispiel, der hat gerne noch Kinder gesucht im Internet. Zugelassener Pilot. Den können wir hacken. Oh, das ist auch nicht viel Geld. Richard Cherom, Beruf Chauffeur. Gucken wir doch mal in die Kamera. Und schauen uns mal, was die Damenwelt so kann hier. Kauft häufig Computerzubehör. Hm. Wer bist du? Nee, die mag ich nicht. Oh, hier ist einer. Hacken. So, du hast auch. Ich habe schon gehackt. Okay, wir gehen das aber trotzdem mal weiter. Hm, ich weiß nicht, ob die mich gesehen haben. So, und jetzt gehen wir hier an Geldautomaten. Und haben jetzt ein bisschen Geld abgebucht von den Kunden, von den Typen, die wir da draußen vor uns gesehen haben. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich schon wieder, denn wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Watch Dogs Folge 2 am wunderschönen Samstag. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.